Hallo und herzlich willkommen bei Berliner AR-Drohnen. Mein Name ist Stefan Förster und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr bei der Hubsan X4 Drohne einen Motor wechselt. Da habe ich hier schon ein Modell vor mir zu stehen. Hier geht ein Rotor nicht und da wollen wir mal gucken, welcher das ist. Und dazu müssen wir den als erstes einmal in Betrieb nehmen. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man den Stecker hier hinten zusammensteckt. Und dann müssen wir kurz warten, bis das System sich mit der Drohne verbunden hat. Und genau, da sehen wir es schon, der hier drüben, der bewegt sich nicht. Interessant ist auch, dass die Drohne mit drei Propellern nicht abhebt. Gut, dann wissen wir jetzt, welcher Propeller hier nicht geht. Und dann wollen wir diesen austauschen. Dazu entfernen wir als erstes den Akku. Das ist dieser hier, der ist ganz klein. Zack, packen das Ganze erst einmal beiseite. Dann müssen wir die Blätter abnehmen, die Propeller abnehmen. Da gibt es hier so ein kleines Werkzeug. Damit kann man die so ein bisschen raushebeln. Auch hier ist es so, dass die Motoren farblich kodiert sind. Das heißt, bestimmte Motoren können nur an einer bestimmten Position eingebaut werden. So, wir wissen, dieser Motor hier, dann nehmen wir noch den Fuß ab. Und an sich ist das Unterteil mit zwei Schrauben befestigt und ansonsten reingeklickt. Dann müssen wir mal gucken, welcher Schraubendreher dafür der passende ist. Das ist dieser hier. Dann haben wir hier einmal das Oberteil, einmal das Unterteil. Das ist soweit fest miteinander verbunden. Man müsste jetzt hier noch weitere Schrauben lösen, wenn man jetzt noch mehr auseinanderbauen wollen würde. Aber das kommt für uns nicht in Frage. Ich hoffe, man kann das jetzt hier so ein bisschen erkennen. Das ist hier der Motor mit der roten und der blauen Leitung. Er geht hier hin, ist hier angelötet. Und dann gehen hier noch zwei andere Kabel lang. Das ist von der LED. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir auch den passenden Motor haben. Doch, haben wir hier alles dabei. Könnt ihr auch bei mir im Online-Shop bestellen, sofern ich die vorrätig habe. Den findet ihr unter www.drohnenshop-berlin.de. Und wenn ich einfach mal nachfrage, unter Umständen habe ich dann auch eine passende Drohne gerade zum Verkauf da, beziehungsweise die Teile. So, hier ist schon der neue Motor, den wir dann einbauen müssen. Es gibt unterschiedliche Motoren. Ihr solltet, wenn ihr diese Drohne habt, darauf achten, wie oben der Kopf aussieht. Es gibt nämlich Drohnen davon oder Modelle, die haben einen 7 mm Motor im Durchmesser und es gibt welche, die haben einen 8 mm Durchmesser, die X4. Die Hubsan X4, die hat 8,34 oder 8,43 mm ist der Durchmesser und hat hier oben halt noch diese vier Löcher mit drinne. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Ich hätte gerne schon früher dieses Video online gestellt, aber mir wurden in der Tat zum Beispiel diese falschen Motoren geliefert. Deswegen musste ich noch ein bisschen warten, bis ich die richtigen Motoren habe. So, dann wollen wir erstmal den alten Motor ablöten. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Den Lötkolben einfach auf ungefähr 350 Grad stellen. Eine relativ feine Spitze dran und dann ist das alles gar kein Problem. So, ein Kabel und hier das zweite. Lötzinn braucht man eigentlich im Optimalfall nicht. Und dann kann man, also weil das was drauf ist, das reicht eigentlich. Und dann kann man den Motor im günstigsten Fall gleich so rausziehen, was natürlich nicht auf Anhieb klappt. Dann nehmen wir uns mal eine Zange und gucken, dass wir den so rausbekommen. Ja, so. Hier ist der kaputte Motor. Man kann jetzt äußerlich nicht wirklich erkennen, was er hat. Aber ich denke, im anderen wird da einfach irgendwo die Achse nicht mehr in Ordnung sein. So, der kommt beiseite. Und mal hier ein bisschen aufpassen mit dem Flachbandkabel.
Und dann setzen wir den neuen Motor ein, ruhig ich wieder da ganz normal in die Führungsnut. Und dann ist es auch gar kein Problem, diesen eigentlich wieder reinzustecken. Hier ist noch ein bisschen Dreck. So. Kabel wieder durchfädeln. Und dann ist der Motor auch schon wieder drin. Und dann müssen wir diesen nur wieder anlöten. Ganz einfach. Ist auch gekennzeichnet, da ist auch ein Plus und ein Minus drauf. An dem Plus kommt das rote Kabel. Und schön vorsichtig sein, weil da ist gleich noch die nächste Kontaktbrücke. Nicht, dass es dann dazu Problemen führt. Das sollte so funktionieren. Und wir müssen jetzt nur noch wieder das Kabel hier ordentlich hinein verlegen. Auch das sollte nicht das Problem sein. Auch wieder ruhig hier in diesen Schlitz hinein verlegen, der hier ist. Das ist so eine kleine Führungsnut. Wer mag, es gibt noch so Flüssigplastik, die könnte man jetzt da nochmal ein Stück raufträufeln, damit es auch ja geschützt ist und nicht nochmal abgeht, beziehungsweise der Belastung ein bisschen mehr standhält. So, dann wollen wir das Ganze wieder zusammenbauen. Mal gucken, ob sie fliegt. So, ein Bild haben wir schon mal. Aber sie startet nicht. Müssen die doch andersrum? Gucken, ob sie einen Druck nach unten. Tatsächlich. Das überrascht mich jetzt doch ein wenig. Ich hatte so ein Modell vorher noch nicht in der Hand gehabt. Aber ich hätte schwören können, dass man das auch so. Also, dass sie auch. Ich kenne es eigentlich auch nur so. Aber gut. Man lernt halt nie aus. Und dann gucken wir mal. Tatsächlich. So, wunderbar. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen bei der Reparatur von der Hubsan X4 mit einem Motor. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß. Abonniert meinen YouTube-Kanal, guckt auf meine Webseite unter www.berlinerairdrohnen.de. Wenn ihr Ersatzteile braucht für die Hubsan X4, für die Bebop-Drohnen, für die Parrot AR-Drohnen, einfach meinen Shop besuchen, www.drohnenshop-berlin.de. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ganz viel Spaß, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Stefan Förster.